Und da sind wir dann auch schon wieder zu Let's Play Fallout 4. Aber der kann nicht hier rüber, oder? Guck mal, da können wir doch mal unser schönes Sniper ausprobieren. Ich verstehe nicht, warum er. Warum auch nicht. Upsala. Trifft aber nicht wirklich, ne? Was, wenn wir aufs Fass schießen, explodiert das? Nein. Natürlich nicht. Komm. Widerstand ist zwecklos. Ach, wir ziehen ihn aber auch nicht wirklich viel ab, ne? Den leuchtenden. Jo. Komm. Vielleicht kriegen wir ja dann nochmal ein Level. Können ja auch mal richtig dran visieren da. Und treffen natürlich wieder nicht. Super. So, meins Bein. Keine Angst, Sir. Wir werden siegen. Meinst du? Das glaube ich auch. Schon alleine, weil er nicht rüberkommen kann, um uns anzugreifen. So. Ja, weiß ich nicht, ob das der letzte war. So, wir müssen immer noch irgendwie da hoch, glaube ich. Oh, nein, nein, nein. Aber wir sind ja schon Ende der Karte. Sieht schon sehr schnuckelig aus. So. Ist das anwesend? Ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Und dann geht's ab zum DLC, oder? Soll ich auch nochmal... Oh, schön. Wirklich schön. Hier waren wir, glaube ich, sowieso noch nicht. Oh, was haben wir hier? Jo, das finde ich fantastisch, dass du so eine Idee hast, dass wir so viel mitnehmen, wie wir tragen können. Oh, eine Angel. Super. Rettungsring können wir auch mal eben mitnehmen. Wiegt ja, glaube ich, auch nicht so viel. Juhu. Haben wir hier irgendwas in den Kisten oder so? Nein, natürlich nicht. Dann wollen wir mal. Sieht auf jeden Fall nach einem sehr schönen Anwesen aus. Zu der Zeit. Das Haus sieht sogar noch sehr, sehr heiler aus. Verdammt, melde dich! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte, du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Du musst schlafen. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Alter, ich bin nicht erschrocken. Gott weiß, was noch alles sein. Was hat er denn hier alles? Oh, ist ja so ein Fischermeister, oder was ist das hier? Schönes Bildchen. So, dann gehen wir mal da rein. Ich denke mal, es wird ja eine nette Gesellschaft sein, dass ich mal oben hier parke. Verlasse mal unseren Suit. Ziehen wir mal von vornherein schon mal das Reginald Outfit an. Mit unserer schönen Mütze. Und jo, dann gehen wir mal da rein. Ich tue mal die Waffe zurück. Mahlzeit. Können wir uns das Wiedergabe. Hören wir uns das nochmal an. Hallo? Test? Projektprotokoll. Holoband-Abspielgerät. Konnte das Ding zerlegen und etwas bauen, was leichter zu bewegen ist. Großvater sagt immer, dass man Aufzeichnungen machen soll, wenn man mit etwas anfängt. Für den Fall, dass man sie später braucht und so. Also, dann mache ich das mal. Vielleicht erstmal eine Liste aller Teile, die ich gefunden habe? Kazumi, dein Vater braucht Hilfe mit dem Boot. Komm gleich! Oh, verdammt. Habe ich das aufgenommen?
Ja, hast du. Wir durften uns das auch sogar anhören. So, also es geht also um deren Tochter, die anscheinend spurlos verschwunden ist. Die haben ja noch einen Trockner, die haben ja noch eine Waschmaschine. Was haben die denn hier noch, wenn wir hier schon... Oh, Lampe, Wiedergabe. Können wir uns doch mal auch anhören. Lampe. Jupp, eine Lampe. Glühfaden plus Strom gleich Licht. Manchmal glaube ich, meine Eltern machen das Zeug nur kaputt, damit ich was zu tun habe. Das war die Aufzeichnung. Die ist jetzt beendet. Da haben wir doch nochmal ein Bändchen, das können wir auch mal Träume. Was sie wohl für Träume hatte. Projektprotokoll. Träume. Nehme auf, an was ich mich erinnere, wenn ich aufwache. Ich habe immer denselben. Ich bin in einem weißen Raum. Leute reden über mich, als wäre ich nicht da. Oder es ist ihnen egal, dass ich sie höre. Und dann ist da dieser Schock. Wie ein kleiner Stromstoß in meinem Kopf. Und dann schauen mich plötzlich alle an. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder den Traum. Okay, Albträume hatte sie also auch noch. Okay, was haben wir hier? Operation Funkgerät oder was? Projektprotokoll. Funkgerät. Korrigiere. Funktionierendes Funkgerät. Endlich mal Neuigkeiten von außerhalb dieses Hauses. Mein Funkname wird... Nehmen wir Ohmsches Gesetz. Das sollte komische Typen verwirren. Und wenn es jemand kapiert, haben wir zumindest den gleichen technischen Hintergrund. Okay. Also ein sehr, sehr intelligentes Mädchen, wie es ausschaut. Das auch Bastel-Talent aufweisen kann, also technisches Talent. Wir können ja wohl Funkgeräte und so alles reparieren. Na, klingt schon sehr interessant. Und was für eine schöne Wohnung, muss man auch mal dazu sagen. Ich glaube, das ist die schönste hier im Commonwealth. Hier scheint ja noch alles Funktion... Oh! Da hatten wir jetzt noch ein Tonband. Das möchte ich mir auch noch anhören. Denn wir befinden uns jetzt ganz, ganz sicher beim DLC. So, wo ist denn unser... Was? Wer bist du? Tut mir leid, wir haben keine Zeit für Besucher oder Karawanen oder woher du auch kommst. Jetzt spricht er unseren verschwundene Tochter sarkastisch, Detektiv Valentine. Ich gehöre zu Detektiv Valentine. Du hattest um Hilfe gebeten? Oh, Gott sei Dank. Du musst dich sofort an die Arbeit machen. Du und Nick, sarkastisch, hier um zu helfen, bringen wir es hinter uns. Du und Nick? Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Hab ihn vor ein paar Jahren bei einem seiner Fälle unterstützt. Er hat nach einem verlorenen Erbstück gesucht und ein Boot gebraucht. Es ging nicht gut aus. Nicks Klient hat uns hintergangen, als er hatte, wonach er suchte. Hab noch immer ein Stück Blei in meiner Hüfte. Aber wir haben es überlebt. Und jetzt ist meine Tochter verschwunden. Und ich kenne nur eine Detektei im ganzen Commonwealth. Hier um zu helfen. Ich bin hier um zu helfen. Erzähl mir, was passiert ist. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Irgendeine Ahnung, Geld verlangen. Ich finde sie, nicht mein Problem. Irgendeine Ahnung. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Mehr nicht. Sie könnte überall sein. Ich finde sie. Ich finde sie. Keine Sorge. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. So, das Zimmer und so untersuchen, das Haus Nerkons, optional befrage Kenny und weiter. Jo, Sounds haben wir uns ja schon ein bisschen angeguckt.
Oh, ich habe jetzt aber auch nicht wirklich verstanden, warum sie uns jetzt erst angesprochen haben, obwohl wir hier schon uns diverse Sachen eingesteckt haben, sagen wir es mal so. So, jetzt gucken wir mal nach dem Band. Das möchte ich mir noch sehr, sehr gerne anhören. Dum, 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 dum. Wo ist denn das? Wo ist denn dieses Band? Passwort, 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 Ordner, Passwort. Und. Muss doch irgendwo auch das Holoband sein, oder? Träume, Küche, das haben wir uns nicht angehört. Das hören wir uns jetzt an. Projektprotokoll. Küchenmixer. Die Schaltkreise sind noch gut, aber die Mechanik ist durchgerostet. Vielleicht kann ich... Okay, Leute. Ich bin in ein paar Tagen... Was? Du gehst jetzt? Es wäre besser, wenn ich allein gehe. Warte, Papa, ich könnte mitkommen. Keine Angst, ich habe deine Liste. Du weißt bei der Hälfte der Liste doch nicht mal, was es ist, Papa. Ich kann dir helfen, echt. Ich habe Nein gesagt. Ich... Tut mir leid. Du bist hier sicher, okay? Bleib mir zuliebe hier. Okay. Ich weiß, dass du enttäuscht bist, aber ich bleibe nicht lange weg. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Papa. Also er sollte was für sie besorgen. Das hat er dann alleine gemacht und dadurch... sie wollte unbedingt mit. Ja, also vielleicht hat sie sich ja auch... auf die Reise begeben, irgendwas zu finden. Was haben wir hier? Fernseher. Projektprotokoll. Radiation King Fernseher. Mama sagt, dass die Dinger vor dem Krieg tatsächlich Bild und Ton übertragen haben. Sie hat außerdem erwähnt, dass man noch einzelne Ruinen der Fernsehstudios findet, wenn man in die Stadt geht. Natürlich war sie nicht begeistert, als ich fragte, ob wir da mal hingehen könnten. Ich schweife ab. Ich konnte die Vakuumröhren reparieren und habe den Strom zum Laufen gebracht, aber naja, es gibt kein aktives Signal, das das Gerät empfangen könnte. Ich werde ihn wohl einfach ausschlachten. Für Ersatzteile. Ja gut, dann sprechen wir als erstes mal mit dem Vater. Mr. Nakano, hattest du Fragen zu meiner Tochter? Gründe fürs Verschwinden. Wieso ist deine Tochter wirklich verschwunden? Deine Frau sagt, sie wäre gegangen. Du behauptest, sie wäre entführt worden. Ich weiß, dass es Entführer waren. Kazumi ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Nicht wie ich und Ray. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen. In jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Tochter suchen, ist ihr Leben in Gefahr. Ich kann mir vorstellen, dass sie eventuell nichts gesagt hat, weil genau du dagegen bist, wenn sie dir erzählt, hör mal, ich möchte mal die Welt erkunden, ich möchte mal ein bisschen draußen rumlaufen und was sehen. Genauso wie jetzt gerade vorhin auf dem Band zu hören war. Alles. Und alles Funkgerät. Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, das sie reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Aber nichts. Ich dachte, dass sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat meine Tochter? Keine weiteren Fragen. Sonst noch was über Kazumi? Kannst du mir sonst noch was über Kazumi sagen? Jedes Detail könnte entscheidend sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich diese Welt ist. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr Großvater ihr beibringt, wie man diese Maschinen repariert. Ihr Großvater? Ihr Großvater. Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann, ja. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kazumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu alt dafür wird. Keine weiteren Fragen, danke. Keine weiteren Fragen. Beeil dich. So, vielleicht ist sie auch zu diesen Ruinen, hat sie sich dort hinbegeben. Nichts als Rauschen.
Zoe. Mrs. Nakano. Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter. Unterschiedliche Meinung. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Ach, erzähl. Wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass sie eventuell nichts gesagt hat, weil der Vater sie dann da wohl daran hindert, so eine Reise zu begehen. So, das könnte ich mir vorstellen. Oder tatsächlich hat sie einen Kollegen erreicht, mit ihnen gesprochen, hat sich mit ihnen getroffen und... Willst du viel und dann doch von diesem entführt. Gerät, an dem deine Tochter gearbeitet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt Kazumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Wir sind hier draußen ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Mehr über Kazuma. Ich würde gern mehr über Kazumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark. Konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Jedes Detail ist wichtig. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Es ist nur, dass wir viel mehr gestritten haben. Wir alle. Seit dem Tod von Kasumis Großvater. Er war der Einzige, der wirklich mit ihr reden konnte. Kenji und ich haben keine Ahnung von Maschinen, aber die beiden konnten stundenlang zusammenarbeiten. Sie fing an, bis spät in die Nacht im Bootshaus ihres Großvaters zu bleiben. Ich dachte, dass sie damit ihren Verlust bewältigen wollte. Aber jetzt frage ich mich, was sie vorhatte. So, abgeschlossen befragt Kenji und so abgeschlossen untersucht das Haus der Narkons und untersucht das Bootshaus. Erstmal nicht mehr. So, und dann gehen wir doch mal zum Bootshaus. Das ist da drüben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt unbedingt hier unseren Anzug brauchen, aber ich gehe auch mal, ja, sieht so aus, als würde er mich wegnocken wollen. Das wäre jetzt aber sowieso auch nicht gerade so. Ich gehe mal so zum Bootshaus, das ist den Anzug hier, wenn wir jetzt, denke ich mal, noch nicht brauchen. Bro, was finden wir denn hier im Bootshaus? Silbermedaille,